heute in der Küche. Wir planen gemeinsam die Mahlzeiten für die ganze Woche. Ich mache das einmal in der Woche und heute nehme ich dich mit. Ich zeige dir meinen ganzen Prozess, wie ich das mache. Ich gebe dir natürlich Tipps, falls du ein Anfänger bist und noch nie Mahlzeiten geplant hast. Und wir starten gleich mit dem Tipp Nummer 1. Und zwar bestimme einen Tag in der Woche, wo du einkaufen gehst. Bei uns ist es meistens Samstag. Mein Mann geht einkaufen, manchmal nimmt er die Kids mit. Wenn mein Mann am Samstag einkaufen geht, dann plane ich die Mahlzeiten am Freitag. Logisch, ja, dass man, bevor man einkaufen geht, bereits eine Liste hat. Du sparst enorm viel Zeit, wenn du einmal in der Woche einkaufen gehst. Früher bin ich immer wieder irgendwie unter der Woche einkaufen gegangen. Jetzt machen wir das nur einmal in der Woche. Und wir sparen enorm viel Geld, weil wir haben ein Budget, wir kaufen nur das, was auf der Liste steht. Und wir wissen, wir haben auch Struktur unter der Woche, wir wissen, was wir abends haben und vermeiden diese ewige Frage, ach, was haben wir heute denn zum Abendessen? Also, mein erster Tipp, such dir den Tag aus, wo du einkaufen gehst. Und versuch, diese Routine beizubehalten. Bevor ich eigentlich mit Mahlzeitenplanen anfange, mache ich andere Schritte. Und vielleicht hast du diese Schritte früher gar nicht gemacht. Vielleicht hast du das sogar rückwärts gemacht. Zuerst überlegt, welche Mahlzeiten du essen möchtest. Oder sogar einfach spontan im Supermarkt überlegt, was du heute kochst oder für die nächsten Tage. Je nachdem, was du so im Supermarkt siehst. So war ich früher. Und daher sage ich, das ist Einkaufen rückwärts. Die richtige Reihenfolge ist, zuerst zu checken, was habe ich eigentlich da? Was sind meine Vorräte? Als erstes gehe ich zu dem Kühlschrank hin und mache eine Bestandsaufnahme von Vorräten, die da sind. Obst und Gemüse, Milchprodukte, alles, was schnell verdirbt, muss als erstes verarbeitet werden. Ignoriere meinen Kühlschrank, der ist ganz messy momentan. Aber wir gehen die Sachen durch. Ich schreibe mir alles auf. Ich habe auf dem Handy Notizen, was ich toll finde. Man kann solche Bullet Points machen hier. Und ich kann alles dann später auschecken, was ich nutze bei der Mahlzeitplanung. Danach checke ich auch das Kühlfach. A, soll man die Sachen auch nicht ewig im Kühlfach aufbewahren, die werden auch irgendwann mal schlecht. Deswegen empfehle ich regelmäßig Kühlfach zu checken und zu gucken, was kannst du aus deinem Kühlfach herausnehmen, was kannst du kochen. Nachdem ich die Bestandsaufnahme gemacht habe, überlege ich, welche Gerichte könnte ich aus diesen Zutaten entstehen lassen, sodass wir möglichst alles verbrauchen können. Oft kann man zwei oder sogar drei Mahlzeiten bereits aus den Lebensmitteln aus dem Kühlschrank und Kühlfach kreieren. So, heute habe ich eine lange, lange Liste an Vorräten, was ich im Kühlschrank habe. Also Kühlschrank ist fast voll. Wir haben Eier, wir haben Butter, wir haben Hafermilch. Kleine Mini-Mozzarellas, das geben wir Kindern morgens zu Frühstück. Also übrigens, was Frühstücken angeht, das mache ich ganz grob, die Planung. Wir müssen nur sicherstellen, dass Aufschnitt da ist und ja, genug Aufschnitt und Brot, weil wir das Kindern und uns selber festbar machen für den Tag. Im nächsten Schritt schaue ich in meinem Kalender nach, was habe ich für die nächste Woche geplant. Mahlzeiten planen bedeutet nicht, dass du jeden Tag, 7 Tage in der Woche alleine selber alles kochst. Es bedeutet nur, eine Planung zu erstellen, zu wissen, an welchem Tag was du machst, was du isst, was du kochst eventuell. Und manchmal habe ich keine Lust zu kochen, aber ich plane das auch ein. Ich plane ein, an welchen Abenden ich nicht kochen werde, an welchen Abenden gehen wir raus, an welchen Abenden werden wir vielleicht eingeladen, an welchen Abenden werden wir was nach Hause bestellen. Am Samstag sind wir eingeladen, am Sonntag abends, da essen wir HelloFresh. Die Box kommt am Freitag und dann kann ich am Sonntag HelloFresh und am Montag. Am Dienstag mache ich Lasagne und da bleibt auch was übrig für Mittwoch. Ich habe noch Reste von Tomatensauce, ich habe auch Hackfleisch im Kühlfach, ich habe Lasagneblätter und ich habe eine Zucchini, die kann ich auch reintun. Ich habe euch auch gezeigt, was ich alles so reinschmuggle in die Lasagne, weil die Kinder nicht so viel Gemüse essen, aber ich versuche da ein bisschen was reinzuschmuggeln und bei Lasagne gelingt es wunderbar. Wir haben im TK Hähnchenschlägel,
Da können wir an einem Abend Hähnchenschlägel machen. Wir haben Erbsen, das kann ich auch dazu nutzen. Und ich mache dazu Kartoffelpüree. Und dann gibt es Abende, wo ich zwar koche, aber ich nenne das faules Kochen, weil ich mir da nicht so viele Gedanken machen muss. Und das geht ratzfatz, weil ich das Lieferservice von HelloFresh nutze. Und die liefern mir die Box direkt nach Hause. Wir haben das für 4 Personen bestellt. Alle Mengen sind bereits abgewogen, abgemessen. Und es gibt eine Anleitung. Die Anleitung ist total einfach zu befolgen. Auch wenn du überhaupt nicht kochen kannst, kannst du extrem gute Gerichte zaubern und kreieren, weil du diese Anleitung hast. Und da gibt es Schritt für Schritt Beschreibung, was du machst, wie viel Zeit du für bestimmte Sachen brauchst. Und auch Personen, die vielleicht gar keine Erfahrung mit dem Kochen haben, können zu Hause sehr leckere Mahlzeiten kreieren, frisch. Und sich keine Gedanken machen, was genau koche ich, was muss ich einkaufen, um diese Mahlzeit zu kochen. Und das ist für mich faules Kochen. Und ich finde, es ist auch toll, man hat auch Ideen, man bekommt neue Ideen, wie man bestimmte Sachen machen kann, welche Soßen man machen kann. Ich bewahre alle Rezepte auf, besonders die uns besonders geschmeckt haben. Und man kann auch selber später nachmachen. Mit HelloFresh gibt es jede Woche über 30 abwechslungsreiche Rezepte für jede Vorliebe. Die Lieferung kann man im flexiblen Abo jederzeit anpassen, pausieren oder kündigen. Und die Zutaten sind immer frisch von zertifizierten lokalen Erzeugern. Und wenn du HelloFresh selber ausprobieren möchtest, empfehle ich dir, meinen Gutscheincode zu nutzen, Nadja. Da sparst du bis zu 90 Euro für die ersten 4 Boxen hier in Deutschland. Und die erste Box wird sogar versandkostenfrei zu dir nach Hause geliefert. Den Link und alles findest du in der Videobeschreibung. Wie immer, berichte mir, wie du HelloFresh findest. Falls du das noch nicht ausprobiert hast, würde ich mich interessieren, ob du da auch so entspannt kaufst wie ich, ob du auch neue Ideen sammelst wie ich. Weil ich die ganzen Rezepte aufbewahre und das geht in mein Rezeptebuch, was ich dir nachher zeige. Ich habe so ein Rezeptebuch, wo ich, wenn ich keine Ahnung habe, was ich kochen soll, hole ich die Sachen da raus und ja, voilà, ich habe ein Rezept mit Schritt für Schritt Anleitung. Die Planung steht jetzt fest. Ich trage übrigens alle Mahlzeiten in dieses Kalender rein. Das ist so ein Kalender mit Magneten, die kannst du an den Kühlschrank anbringen. Und alle Familienmitglieder können nachschauen, was wir gerade heute zum Abendessen haben. An 2 Tagen in der Woche bekommen wir eine Box von HelloFresh nächste Woche. Und am Samstag wurden wir eingeladen und gehen zu unseren Freunden. Da fällt auch Abendessen weg. An den anderen 4 Tagen plane ich die Mahlzeiten. Als erstes schaue ich in meine Liste, die ich früher erstellt habe, welche Gerichte kann man daraus kreieren, was könnte man kochen, was mögen wir, was essen die Kinder? Das ist die erste Frage. Was würden die Kinder essen? Weil wir sehr picky Eater haben, also die essen nicht so viele Sachen. Und wenn ich gar keine Ideen habe, was könnte ich aus diesen Zutaten, die ich gerade habe, was könnte ich für ein Gericht kreieren, dann gehe ich einfach auf chefkoch.de. Ich habe auch die App auf meinem Handy und ich kann nachschauen und Zutaten eingeben und natürlich spuckt er mir eine Menge Rezepte raus. Und nächste Woche, es bleiben nur noch 2 Tage, wo ich mir Gedanken mache, was kochen wir in diesen Tagen? Da kann ich vielleicht ein neues Rezept ausprobieren oder aus den Rezepten nehmen, die wir schon kennen, die wir gerne essen. Hier hilft natürlich auch irgendwie so ein Rezeptebuch zu haben, wo du deine Lieblingsrezepte aufbewahrst oder Rezepte, die du probiert hast und alle fanden das toll und dann kannst du es ausdrucken und in dieses Buch reinlegen, sodass du eine Sammlung hast mit Lieblingsrezepten deiner Familie. Ich habe gerade mit so einem Buch angefangen, weil wir hatten in verschiedenen kleinen Heften aufgeschriebene Rezepte und jetzt möchte ich dir alles in dieses Buch übertragen, sodass wir ein einziges Buch haben und alle können darauf zugreifen. Man kann auch einen Ordner anlegen und vielleicht Rezepte aus dem Internet ausdrucken, die dir gefallen haben oder die du schon ausprobiert hast oder vielleicht Rezepte von deiner Oma, von deiner Mutter. Alles, was mir jetzt fehlt, was ich nicht in meinem Kühlschrank habe und nicht in meinem Kühlfach, setze ich natürlich auf die Einkaufsliste drauf.
Und hier hilft mir wieder Technologien. Ohne Handy kann man jetzt gar nicht auskommen. Früher habe ich alles händisch aufgeschrieben, so eine Zutatenliste. Mein Mann hat diese Liste genommen und ist einkaufen gegangen. Und dann, als er irgendwas in den Warenkorb gelegt hat oder die Kinder, hat er das aus der Liste gestrichen. Manchmal hat er keinen Stift dabei und manchmal hat man die Liste zu Hause vergessen, manchmal hat man die Liste unterwegs verloren. Also es war nicht die optimalste Lösung. Und seit kurzem nutzen wir eine tolle App. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ich empfehle das auf jeden Fall. Das heißt Brink. Das Tolle dran ist, du kannst es gemeinsam mit deinem Partner nutzen. Also wir beide haben das installiert auf unseren Handys. Ganz schnell kannst du die Zutaten hinzufügen. Und wenn du im Supermarkt bist und diese Zutat in deinen Warenkorb gelegt hast, kannst du mit einem Klick die Zutat von dieser Einkaufsliste entfernen. Und das wird natürlich synchronisiert, so dass bei mir auf meiner Einkaufsliste die Zutat auch verschwindet. Und wir können gemeinsam diese Zutatliste verwalten, auch wenn er vielleicht unterwegs ist und mir fällt noch ein, ach, das und das müssen wir noch einkaufen, schreibe ich ganz schnell in die Zutatenliste, dann sieht er das gleich und das Handy hat man auch immer dabei. Und ich finde diese App, also das hat uns echt enorm viel Zeit gespart. Und falls du irgendwelche Apps kennst, die du mir empfehlen kannst, wäre ich dir dankbar, wenn du mir das alles in den Kommentaren reinschreibst. Noch ein paar Tipps, um dir Zeit zu sparen und Geld. Wenn du nach Angeboten gehst, ja, vielleicht gibt es, keine Ahnung, bei allen Supermärkten gibt es Angebote der Woche und du kannst vielleicht bei diesen Angeboten die Menge verdoppeln. Manchmal verdopple ich die Menge, wenn ich sehe, oh, das ist richtig ein sehr tolles Angebot, dann kaufen wir. Zum Beispiel vor kurzem haben wir Dorade für 7 Euro pro Kilo gekauft, was eigentlich ein toller Preis ist und wir essen sehr gerne Dorade. Backen wir das ganz schnell im Backofen und dann ist es fertig und die Kinder essen es auch gerne. Dann kaufen wir doppelte Menge und frieren das ein. Ja, die Hälfte kann man einfrieren oder, das habe ich auch gemacht, du kochst zum Beispiel bei Lasagne, das kann man wunderbar machen. Lasagne dauert immer so ein bisschen und viel Aufwand, aber du kannst die doppelte Menge kochen und 2 Lasagnes machen. Eine Lasagne frierst du ein und die andere Lasagne isst ihr heute Abend. Plan ein, dass du vielleicht irgendwelche Reste vom Vortag haben wirst und diese Reste soll man auch essen, ja, damit man nichts wegschmeißt. Somit muss ich wirklich nur an ein paar Abenden kochen. Wir essen immer frisch, wir essen meistens zu Hause, manchmal gehen wir ins Café, aber meistens essen wir zu Hause. Und seitdem ich diese Planung mache, erspare ich mir enorm viel Zeit, enorm viel Energie. Ich bin viel ruhiger geworden. Ich habe auch andere Systeme im Haushalt, die ich gerne nutze und die mir enorm viel Zeit sparen. An jedem Tag habe ich eine kleine Aufgabe für meinen Haushalt und das ist eine Routine bei mir und seitdem bin ich entspannter geworden. Und falls du Interesse hast zu wissen, was genau das ist, schau bitte dieses Video an. In diesem Video erfährst du in Einzelheiten, was genau ich an welchem Tag mache.